Hallo zusammen. Ja, das ist jetzt Video Nummer 2 aus dieser Dreierreihe zum Thema Selbstständigkeit, selbstständig machen. Das andere Video verlinke ich euch auch hier in der Infobox. Da geht es ein bisschen um die Sachen, die ich überhaupt so mache und was, wer kann das und wie auch immer. Kurz gefasst. In diesem Video geht es jetzt, wie schon im ersten Video angekündigt, wer es gesehen hat, vorwiegend um das Thema Network Marketing, beziehungsweise auch um da mal ein bisschen, ja, ich sag mal, Real Talk in dem Sinne zu veranstalten, der auch wirklich mal ohne rosarote Brille geht und der vielleicht dann einfach auch vielen zeigt, dass gewisse Vorurteile fürs Network Marketing einfach nur daher rühren, dass einige Networker, leider auch mittlerweile sehr viele Networker, einfach in meinen Augen unseriös werben, unseriös in Form von übertrieben und so weiter. Ja, und darum wird es jetzt in diesem Video gehen. Da möchte ich mal so ein bisschen meine Sicht der Dinge erzählen und auch wirklich darauf aufmerksam machen, wo ist es vielleicht nicht so rosarot. Es ist überhaupt nicht rosarot, um es ganz ehrlich zu sein. Aber wo ist es auch eine Chance für euch oder für wen ist es trotzdem was, auch wenn man da nicht nachher den riesen Ferrari nach zweimal irgendwo sagen, ich bin Networker, vor der Tür halt, übertrieben gesagt. Ja, und darüber möchte ich in diesem Video jetzt ganz einfach sprechen. Ja, also ich bin sehr davon überzeugt, dass viel mehr Menschen Network Marketing als Chance und als Nebenverdienst machen würden und da auch offener gegenüber wären, wenn es nicht einige oder leider sogar viele Networker geben würde, die einfach sehr, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen zumindest, unseriös oder sagen wir es übertrieben werben, und damit natürlich Misstrauen eher schüren, weil das einfach so auch nicht der Realität entsprechen kann. Zumindest nicht in der Form, wie es beworben wird. So, jeder von euch kennt mit Sicherheit Network Marketing in irgendeiner Form, ist wahrscheinlich schon damit in Berührung gekommen, weil jeder, fast jeder schon mal irgendwo mal was davon gehört hat, vielleicht im eigenen Bekanntenkreis, vielleicht im erweiterten Bekanntenkreis oder man hat Freunde und die haben Freunde und die weinen sich bei euch sozusagen darüber aus und dachten immer, oh, ich habe so einen guten Freund, aber der ist jetzt in so eine Sekte geraten. Sekte wird ja auch ganz gerne mal als Begriff genommen, wenn es um Network geht oder Schneeballsystem und was man da alles hört. So, und ich glaube auch, dass ich dementsprechend anders drauf gewesen wäre, wenn ich nicht eher zufällig und auch über das Produkt erst als zufriedene Kundin ganz zufällig da reingerutscht wäre. Ich habe zwar ganz früher schon mal eine Erfahrung mit Network Marketing mit LR gemacht, da möchte ich nachher auch noch was zu sagen, aber das war eine ganz andere Zeit, also fernab von Social Media und sowas alles und auch ganz anders und von daher packe ich das erstmal eben zur Seite. Es kommt nachher aber noch eine Anekdote dazu und auch eine Sache, die euch zeigt, wie man drauf sein muss, damit man im Network wirklich ganz, ganz nach oben kommt. So, aber bleiben wir erst nochmal bei der normalen Sache, wie Menschen oftmals angeworben, sage ich jetzt mal, werden. Mir fällt es auch immer wieder auf. Ich bin ja nun mal auch, seit ich dann Networkerin bin oder da bei Natura Vitalis tätig bin, bin ich auch in solchen Gruppen und generell, weil ich ja vielen gegenüber offen bin, neue Verdienstmöglichkeiten zu sehen, die ich vielleicht noch dazu nehmen kann oder vielleicht sogar mal irgendeine austausche, weil ich sage, da ist der Aufwand viel größer, um an das gleiche Geld zu kommen wie bei der Methode XY jetzt, weil es gibt wieder was Neues. Es entwickelt sich ja auch ständig alles neu, auch im digitalen Zeitalter. So, von daher bin ich an solchen Gruppen, ich lese das immer ganz gerne, bin da meistens aber passiv und gucke mir an, was andere Leute so zu bieten haben. Und da fällt mir einfach immer mehr auf, diese ganzen Sachen, die da wirklich so mit extremen Postings kommen, wo dann die dicksten Autos sind, teils auch wirklich Autos von den Unternehmen, denn das, die Möglichkeit gibt es, kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber dann wirklich so, ja, wisst ihr auch nicht mehr, wie alles wird teurer, wie wisst ihr nicht, wie ihr die nächste Gasrechnung jetzt, wenn alles teurer wird, bezahlen sollt? Habt ihr Angst, im Kalten zu sitzen, weil ihr euch das nicht mehr leisten könnt? Oder wollt ihr mehr vom Leben, wollt ihr sogar mal Luxus und so auf diese Schiene? Also jeder natürlich anders, aber so in die Richtung, ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich haben viele von euch das auch schon irgendwo gesehen und gleich gedacht, boah, ja klar, wo ist der Haken, was ist das wieder für unseriöser Mist, um es mal deutlich zu sagen. Und ihr habt nicht ganz Unrecht, denn so zu werben ist einfach erstmal relativ unseriöser Mist. Nicht, weil man das nicht wirklich schaffen kann. Ich kenne selber Leute aus dem Network, aus unserem eigenen, aus unserer eigenen Struktur und ich habe damals auch welche von LR gekannt. Auch persönlich, die relativ weit oben waren. So. Aber diese Postings und diese Werbung, wie man das macht und wie man den Leuten das vermittelt, ist einfach so nicht richtig.
Zumindest nicht, wenn man nicht eine ganz penetrante Person ist, die alles Mögliche tut. Auch das, was vielleicht den meisten von uns unangenehm wäre. Stichwort, komme ich noch, die Anekdote von LR, die ich dann erzählen möchte. So, also kommt man da nicht einfach mal so eben hin und schon gar nicht so, wie das dann immer so schön geworben wird mit dem passiven Einkommen. So, ne, dann irgendwann überhaupt nicht mehr arbeiten müssen und passiv und jeden Monat kommt dann aber so und so viel aufs Konto. Vergisst es. Jeder, der euch das so ein bisschen so in der Art verkauft, ist in meinen Augen kein seriöser Networker, beziehungsweise beschmutzt irgendwo unser Geschäft und nimmt vielen Menschen die Chance, sich einfach mit Network Marketing nur ein bisschen was nebenher zu verdienen, weil der gleich denkt, nee, das ist unseriös. Oder weil er vielleicht denkt, oh, das will ich ja alle gar nicht, das ist mir alles zu hochgestochen, das klingt mir zu sehr nach einer Welt, das bin ich nicht, nee, das ist gar nichts für mich. So, aber die Masse im Network Marketing verdient wirklich nur das in Anführungsstrichen Taschengeld. Er setzt sich mit so einem Job, den du machen kannst, wann du willst, mit relativ wenig Aufwand und eben sehr flexibel. Er setzt für viele den typischen 450-Euro-Job, den man neben dem normalen Job macht. Also anstelle, dass man putzen geht oder zu festen Zeiten morgens in einem Supermarkt die Regale einräumen muss, obwohl man eigentlich vielleicht sagt, Mensch, die Zeit, die ist eigentlich, passt mir so gar nicht. Eigentlich ist das sehr stressig für mich, aber ich brauche ein bisschen Geld. So, das ist, ich sag mal, der Großteil, der in dem Rahmen verdient, die maximal eben in diesem 450-Euro-Bereich sich bewegen. Da ist ja auch immer ist ja auch immer ein bisschen abhängig von Stundenzahl, wie viele Stunden kann ich machen. Manchmal ist es auch flexibel. Mal hast du einen Monat mit wenig Stunden, hast du weniger Verdienst, mal hast du das Komplette, was du darfst, ausgeschöpft. So, und da sind wir mal ehrlich, in dem Bereich bewegt sich der überwiegende Teil der Networker und der überwiegende Teil, der mit Network Marketing startet, der hat auch gerade zu Anfang null Verdienst. Der hat erstmal nur Aufwand, unter Umständen auch erstmal nur Investitionen. Ist aber doch ganz normal. Bei der normalen Selbstständigkeit ist das doch in der Regel auch so. Wenn ich mir zum Beispiel mich entschließe, ein Restaurant aufzumachen, dann habe ich erstens mal Gelder, die ich investieren muss. Geht gar nicht anders, weil ich brauche, entweder muss ich eine Räumlichkeit kaufen, eine Räumlichkeit mieten, was auch immer. Ich muss die Ausstattung haben, ich muss die ersten Lebensmittel kaufen, mit denen ich überhaupt was koche. Ich muss vielleicht Personal anstellen. Ich habe also richtig viel Investitionen, die ich erstmal machen muss. Und selbst wenn dann die ersten Gäste kommen und was kaufen, also bei mir essen oder was, bin ich noch lange nicht im Plus. Sondern dann fange ich erstmal an, die Sachen wieder einzunehmen, die ich vorher mal investiert habe, bis ich dann Gewinn habe. So, das ist nämlich auch nicht von heute auf morgen, selbst wenn der Laden von Anfang an jeden Tag voll ist. So, im Network Marketing hat man den Vorteil, dass man in der Regel, vor allem wenn es seriöse Unternehmen sind, kaum Investitionen hat. Das mag mal sein, dass bei manchen das Starterpaket sehr, sehr kostspielig ist, man manchmal auch 300, 400 Euro loslassen, dann hat man aber auch eine Menge Zeugs erstmal, sage ich jetzt mal so. Hochwertiges Zeug, was man selber probieren könnte, um zu sehen, ist das was, was ich da empfehle und was man aber auch wieder zum Verkaufspreis so im Bekanntenkreis auf einer Messe oder so verkaufen könnte. So. Aber das ist ja immer noch eine überschaubare Summe, sage ich mal. Wenn ich wirklich vorhabe, mich selbstständig zu machen, ist das ja, kann ich ja gar nicht. Vor allen Dingen habe ich dann keine Verpflichtung. Wenn es dann nicht gelaufen ist, habe ich 300 Euro in den Sand gesetzt, aber nicht noch einen Mietvertrag, wo ich jeden Monat, wer weiß was, erstmal aufbringen muss. Und wenn ich dann nichts verdiene, habe ich natürlich ein Problem. So. Aber es ist eben so, am Anfang ist es eben nicht die große Kohle, die man macht, sondern man kann wirklich froh sein, wenn man überhaupt erstmal Gewinne einfährt. Weil man muss ja erstmal den Leuten davon erzählen, dass man das macht. Man muss sich vielleicht eine Social-Media-Seite aufbauen, eine Facebook-Seite. Die braucht erstmal viel Pflege, immer wieder mal Postings, dass man dann wirklich auch Reichweite gewinnt und dadurch dann natürlich auch mal der eine oder andere sagt, hey, das klingt gut, ich bestelle mir mal Produkt XY. Was weiß ich, ne? Unsere CBD-Softgums oder wenn ihr eher hier so, es gibt ja auch diese, wie sind das? Provin, genau, mit den Putzmitteln oder so, wo ihr dann euren Shop bewerbt und sagt, Mensch, das Tuch hier total toll und das ist bei Social Media auf eurer Seite und irgendwann guckt mal einer, oh, das ist cool, klickt drauf, bestellt, so. Ne? Aber das braucht ja alles erstmal Zeit. Das heißt, am Anfang müsst ihr Zeit zumindest investieren. Das ist nicht das Zuckerschlecken, so warum, ich fange jetzt heute mit Network Marketing an, morgen, übermorgen erzähle ich es ein bisschen rum, schreibe das bei Facebook und dann auf einmal kommt schon das Geld und jeder bestellt. So ist es einfach nicht, aber so suggerieren es ganz, ganz viele Leute. Dann ist es einfach auch so, selbst wenn ihr dann euch einen guten Kundenstamm aufgebaut habt, vielleicht sogar sagt, ich möchte nicht nur Kunden, also ich möchte nicht nur Vertrieb, sondern ich möchte mir auch selber eine Struktur aufbauen, ich möchte ein Team, wo ich dran mitverdiene und das Team wächst und die holen wieder Team, also so das, womit man eigentlich
das meiste Geld dann irgendwann im Network macht. Klar, wenn ich ein großes Team habe, wenn ich Leute, was weiß ich, ich sitze hier im kleinen, beschaulichen Lingen und kriege auf einmal jemanden in München, der sagt, wow, ich möchte das auch machen. Der steigt bei mir ein und der hat natürlich da ein ganz anderes Umfeld. Der hat wahrscheinlich noch wieder andere Bekannte. Vielleicht hat der noch Verwandte, die nach Österreich gezogen sind oder was weiß ich. Es sind ja ganz andere Kundenstämme und wenn du davon mit profitierst, ist ja klar, je größer das ist, ein Betrieb mit vielen Mitarbeitern kann auch mehr Umsatz machen als ein Ein-Mann-Betrieb. So. Ne? Aber wenn man das alles will, das braucht ja Zeit und erst da baut sich das so richtig auf. Und ja, wenn man das macht und wenn man das sehr extrem macht, kann man auch wirklich in so Sphären kommen, wo wirklich richtig, richtig verdient wird. Und wenn man diese Struktur erstmal hat und davon viele wirklich intensiv arbeiten und man selber auch für die Leute da ist, Ansprechpartner ist, selber auch weiter seine Werbung macht und so weiter, dann kann man auch ein relativ stabiles, passives Einkommen haben, was zwar schwanken natürlich auch immer ist, weil es wird immer mal wieder jemand aussteigen, der sagt, oh, ich verdiene nichts, das wird alles nichts, ich möchte nicht mehr oder aus anderen Gründen oder es sind mal schwache Umsatzmonate, weil, wie jetzt, ne, alles wird teurer und die Leute gucken erstmal und sagen dann, ob ich jetzt das neue Putztuch haben muss, egal wie gut es ist oder ob es erstmal eins für 1 Euro bei Teddy tut oder ob ich jetzt, CBD, das war eigentlich mal ganz toll, aber im Moment, lass ich mal weg oder so. So, also es kann kommen, aber wenn man natürlich breit aufgestellt ist, sind das minimale Einbußen. So, aber das dauert und das erreichen wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige Leute. Und da braucht man einem auch nichts anderes erzählen. Und wer da was anderes erzählt, der lügt in meinen Augen einfach. So, das ist einfach so. Natürlich kann man jedem sagen, jeder kann das schaffen. Auch du kannst das schaffen, weil das stimmt. Das kann man. Aber dafür muss man geboren sein. Und dazu komme ich nämlich jetzt, weil das sind die meisten nicht. Für die meisten ist es ein feiner Nebenverdienst. So, Punkt. Aber nicht mehr. Wer mehr will, muss eine ganz bestimmte Persönlichkeit haben und zwar oder sein. Und die bin ich zum Beispiel auch eigentlich so gar nicht in der Hinsicht. Also darum, ich bin auch ja eher so, dass ich die Produkte empfehle. Das geht mir auch locker flockig. Da spreche ich auch mal mit Fremden drüber, weil es einfach sich ergibt. Aber dieses Penetrante, was ein wirklich erfolgreicher Networker macht, das ist eine ganz andere Hausnummer und da erzähle ich euch jetzt endlich mal die Anekdote von LR damals zu Zeiten, als es sowieso noch kein Internet in der Form so gab, also es ist schon ewig bei mir her. Wie man das so kennt, wie ihr es vielleicht auch erlebt habt, kam irgendwann mal eine Freundin und sagte zu mir, du pass mal auf, du magst doch auch, du hast auch gerne mal ein Parfum und Bodylotion und sowas. Ja klar, wer hat das nicht? Schminke hat sie gar nicht erst gefragt, weil eigentlich ist LR zwar vorwiegend damals auch groß mit Kosmetik gewesen, egal Lippenstifte, Puder, Lidschatten, was es da alles gibt. Aber ich war nun mal ein Mensch, der sich schon damals nicht wirklich oft geschminkt hat, höchstens mal ein bisschen Lippenstift und Lidschatten, wenn es mal irgendwie auf eine Feier ging. So, das ist bis heute geblieben. Ich habe da irgendwie A, kein Talent für, wenn ich das mache, sieht es bei mir irgendwie mal schrecklich aus. Und B, bin ich auch nicht der Typ dafür. Ich mag es einfach nicht so. Also, von daher hat sie nicht damit angefangen, mit den Hauptsachen, die es damals gab, sondern wirklich so mit den Parfums, weil da gab es ja auch etliche. Und eben so Bodylotion und so, weil klar, das habe ich auch benutzt. Das ist ja logisch. So. Ich so, ja, klar. Ne? Wieso? Ja, sagst du, fändest du das auch cool, mit sowas ein bisschen Geld nebenher zu verdienen? Ich hatte damals einen ganz normalen festen Arbeitsvertrag, war Vollzeit oder Teilzeit, aber schon fast nah an Vollzeit beschäftigt, angestellt, eigentlich ganz gut verdient und ja gut, aber Geld ist ja nie weg, ne? Und wenn das so easy geht, wie sie es gesagt hat, ich so, ja, kannst du mir ja mal erzählen, ja, dann nehme ich dich mal mit zu, ne? Und dann sind wir natürlich zu ihrer, ich sag's jetzt mal Teamleiterin in Anführungsstrichen, die ja dann wieder in einer anderen Orga ist, ist ja gestaffelt wie in einem normalen Betrieb auch, so. Die haben das alles erklärt. Ich konnte damals auch zu einem relativ günstigen Preis einsteigen. Man konnte also entweder konnte man sich diesen riesen Koffer kaufen, den habe ich mir hinterher auch sogar gekauft, aber aus eigenen Stücken, das muss ich sagen. Also da hat mich niemand hingedrängt, sondern es war dann meine Idee zu sagen, ich will vielleicht mal was mit einer Party versuchen und dann muss man ja was da haben, wo die Leute mal das ausprobieren können. So, aber man konnte relativ günstig starten. Ich habe damals so diese Parfum-Tester, ich glaube, es waren damals irgendwie die 20, es gab das große mit, ich glaube, 40 oder so, ich glaube 40 verschiedene Sorten waren da auch bei uns irgendwie, und dann 20 oder irgendwie so, irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe das kleinere genommen, das war also so eine Kasten mit solchen, wie man sie auch aus Parfümerien kennt, diese Pröbchen, die man dann verteilen oder ausprobieren konnte, und das kam damals, glaube ich, noch keine 30 Mark, war eine Sonderaktion, irgendwas so, da habe ich gesagt, ja, was willst du da verkehrt machen, im Zweifel hast du ein paar schöne Parfümproben, einige gefallen dir vielleicht selber, andere gefallen vielleicht eher der Mama oder was, dann nimm die halt mit, so.
Und wir haben das dann auch gemacht. Ich habe dann auch mal das ein oder andere verkauft, gerade im Bekanntenkreis bei Parfum und sowas. Das ging eigentlich easy. Die wollten zwar so mit dem Geschäft nichts zu tun haben. Nee, das ist jetzt nichts für mich, aber ach, zeig doch mal, auch das riecht ganz gut. Ach, bestell mal. So. Wie man das so kennt, wie wir es dir selber auch mal. Ich mache das ja auch, wenn Tupper oder sowas sind. Sag ich dir auch, ach du, ich habe das ja letztens gesehen. Kannst du mir das mal mitbestellen, wenn du wieder Tupperabend machst oder so? So, also ganz normal. Und dann, nach einer Zeit sind wir dann auch auf so eine Schulung gewesen. Es war morgens eine Schulung oder so ein Seminar, so ein Halbtagsseminar bis irgendwo frühen Nachmittag, wo dann auch die ganz Hohen von LR waren. Ganz beeindruckend, dieser Ilhan Dogan, der ist ja mittlerweile auch schon nicht mehr bei LR, der hat jetzt zwischenzeitlich auch was anderes. Jetzt ist er, glaube ich, ganz weg. Ich weiß nicht, aber der war damals wirklich so das Nonplusultra und jeder kannte den und seine Geschichte. Und das war wirklich einer, der es geschafft hat. Und der hat es auch wirklich geschafft. So. Der hat da auch referiert und so. Und natürlich alle in dieser Euphorie. Und dann sind wir nach diesem Workshop, Seminar, wie auch immer man es nennen will, haben wir gesagt, ach komm, wir gehen noch ein Käffchen zusammen trinken. Also meine Freundin, die mich angeworben hat, ihre Teamleitung und die Nächsthöhere da, also die wirklich schon auch relativ sehr, sehr gut verdient hat. Ich glaube, es war damals, ich glaube, da heißt es Bezirksleitung, irgendwie was in der Art. Ihr wisst, also jemand Höheres noch. Die sagte, ja, okay, ich komme doch auch mit euch. Ich habe auch noch Zeit. So, und dann sind wir in einem Café. Dann saßen wir am Tisch und dann sagte sie, passt auf, ich zeige euch jetzt, was ihr regelmäßig, am besten jeden Tag und immer und überall, wo ihr seid, machen müsst, um dahin zu kommen, wo ich stehe und noch weiterzukommen, sagte sie, weil ich bin ja noch lange nicht fertig, ich mache ja noch. Und dann also an unserem Nebentisch saßen zwei Damen, ich würde heute sagen, mein Alter, früher habe ich dann gesagt, so mittleren Alters, also so um die 40, hätte ich sie geschätzt, sehr adrett gekleidet, geschminkt, jetzt nicht, wer weiß, wie aufwendig oder doll, aber sehr dezent und in meinen Augen sehr schön, so wie ich es nicht hinkriege. So, also zwei sehr hübsche, adrette Damen. Ja, so, und dann hat sie gesagt, ich zeige es euch jetzt. Dann ist sie an diesen Tisch gegangen, wir konnten es ja hören, weil es der Nebentisch war, und sagte, entschuldigen Sie, dass ich Sie so anspreche, aber Sie sind mir gleich aufgefallen, denn Sie sind so schön geschminkt, sehen so gut aus. Sie scheinen mir Damen zu sein, die sehr viel Wert auf ihr Äußeres legen. So in der Art, also ich kann es jetzt nicht mehr Wort für Wort, aber so in etwa. Ich bin selbstständig im Bereich Kosmetik und Wellness und Beauty-Produkte und erweitere gerne immer mein Team mit selbstständigen Partnern. Und Sie würden da perfekt reinpassen, so nach dem Motto, ne? Oder solche Damen wie Sie hätte ich gerne mit dabei. Wenn Sie Interesse haben, sich mit Kosmetikartikeln und Beauty-Produkten, wie auch immer sie es da formuliert hat, einen schönen Nebenverdienst aufzubauen und vielleicht sogar weiter in der Karriereleiter zu steigen, dann rufen Sie mich doch bitte an. So, in dem Moment hat sie also ihre Visitenkarte, hatte sie schon griffbereit, gab sie den Damen und ging dann, ohne irgendwas abzuwarten, wieder zu unserem Tisch. Die Damen haben die Visitenkarte, also die Dame hat die Visitenkarte eingesteckt, dann haben die sich so angeguckt, dann haben sie aber nichts weiter dazu gesagt, sind dann wahrscheinlich auch auf ihr Thema wieder übergegangen, weil ich habe jetzt nicht mehr vernommen, irgendwie noch, dass da groß drüber gesprochen wurde. So, aber sie sagte, klar, manche werden die Visitenkarte sofort wegschmeißen, der Großteil von den Leuten, die ich anspreche, meldet sich auch nicht wieder, aber es melden sich Leute wieder, die dann anrufen und sagen, ja Mensch, irgendwie interessiert mich das doch, was ist das denn? So, und von denen wiederum steigen auch einige ein. So, und wenn ihr das jeden Tag, überall, wo euch was begegnet, egal ob fremde Leute, ob Leute in eurem Bekanntenkreis, die ihr länger nicht gesehen habt oder macht, dann kommt ihr da oben hin. Weil je mehr ihr ansprecht, desto mehr ist die Chance da, dass auch Leute dabei sind, die Interesse haben und die selber vielleicht richtig loslegen. So, und ihr könnt euch vorstellen, derjenige, der damals den Ilhan Dogan zu LR gebracht hat, der hat eine Goldgrube aufgemacht, wenn er, ne, alleine weil er den in der Struktur mit hatte, hat er mit Sicherheit gut verdient. Vielleicht war er aber dann auch schon kurz danach weg und hat gar nichts mehr davon profitiert, was der Ilhan dann mit aufgebaut hat. So, alles möglich. Ich bin aber nicht der Typ für sowas. Ich kann das so in dem Sinne nicht. Da bin ich einfach nicht der Typ für und das ist auch nicht mein Ziel. Und daher weiß ich es sehr realistisch einzuschätzen, wie weit ich im Network Marketing komme oder eben auch eher nicht. Und für mich ist es einfach was, ich bin von den Produkten sehr überzeugt. Ich freue mich, dass ich sie dadurch, dass ich eine gewisse Beraterstufe erreicht habe, entsprechend günstiger selber für mich kaufen kann. Ich habe so ein paar Kunden, die damit glücklich sind, denen ich was Gutes tue. Ich kriege immer mal wieder einen neuen Kunden dazu. Manche bestellen nur einmal, manche kommen dann aber jetzt auch immer wieder und bestellen mal was. So, es ist eine meiner Säulen, ich verdiene damit was und ist für mich okay. Aber mir hat man auch nicht mit irgendwelchen falschen Versprechungen das Blaue vom Himmel gelogen.
Beziehungsweise habe ich das schon von vornherein gewusst, wie der Hase läuft, wenn ich vom Network was gehört habe, durch meine Sache damals LR. So. Von daher ist das für mich wahrscheinlich anders. Aber wenn ich jetzt damals noch nicht diese Erfahrung mit LR gemacht hätte oder meine Freundin damals so auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, ja, und du kannst damit reich werden und so weiter. Sie hat ja nur gesagt, möchtest du dir ein bisschen was da vielleicht dazu verdienen und dein eigenes Parfum oder so günstiger kriegen. So. Das ist für mich realistisch gewesen. Das habe ich auch eine Zeit lang mit LR geschafft. Aber dann war es einfach für mich nicht die Zeit. Das war einfach dann am Ende der falsche Zeitpunkt, um das länger zu machen. So war einfach so. Und heute ist es eben so, dass ich das eben, wie gesagt, seit 2018 mache und für mich festgelegt habe, das ist so super. So. Und deshalb kommt es natürlich darauf an, wie ist der erste Berührungspunkt mit dem Thema Network Marketing. Und jeder, der mit diesen Riesenversprechungen, sei es dadurch, dass er im Internet wieder irgend sowas sieht, es gibt ja auch so viele, die einen einfach, obwohl man das nicht darf, das ist auch noch eine Sache, man darf es nicht. Man darf zum Beispiel nicht einfach Kaltakquise betreiben und irgendwelche Leute per Messenger oder per PN, Direktmessage oder wie es auch immer heißt bei den Portalen unterschiedlich, anschreiben und sagen, pass auf, willst du das oder dies oder jenes, darf man ja nicht. Tun aber viele und dann ist man genervt. Also wenn ich so eine Sache kriegen würde, dann hätte ich auch eine ganz andere Meinung vom Network Marketing. Und das finde ich eben sehr schade. Besonders, weil es vielleicht wirklich Leute geben würde, die am Anfang mit sehr geringen Erwartungen dann rangehen, sich dann natürlich freuen, wenn sie die ersten Erfolge haben und durch diese Erfolge viel höher kommen, als sie denken, weil sie eine ganz andere Struktur aufbauen und viel mehr Atem haben, weil sie das langsam machen und dann vielleicht irgendwann da landen, nur halt viel nicht so schnell, wie man es denkt. Auch das ist schon passiert. So. Von daher kann ich nur ein Plädoyer dafür abgeben, wenn ihr sagt, eigentlich würde ich das gerne mal machen, macht es. Denn Network Marketing ist nichts Schlechtes, nichts Verbotenes. Und jeder entscheidet auch selber. Ich zum Beispiel habe für mich entschieden, meine Family, meine Freunde insofern rauszuhalten, dass ich nicht zu denen hingehe und sage, ich habe hier was Neues, möchtet ihr? Sondern ich habe es ganz normal, weil ich es ja selber genutzt habe. Sie haben es ja auch schon mitbekommen, noch bevor ich überhaupt selber Berater war. Habe ich es einfach immer dabei. Ich habe meine Sachen mit dabei, wenn wir irgendwo mit dem Fanclub unterwegs mit Übernachtung waren. Ich nehme morgens bestimmte Produkte und die Leute sehen das, die sprechen mich dann schon an. So, und wenn die Interesse haben, erzähle ich denen was und wenn nicht, dann lasse ich sie damit in Ruhe und bin nicht penetrant, was manche sind im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, weil dann hat man manchmal so Konflikte. So, das ist einfach ein Geheimnis daran zu sagen, ich mache das nicht so. Ja, wie ein penetranter Verkäufer, sondern ich zeige es halt, ich habe es stehen, ich habe es hier auch immer stehen, überall oder so, die Leute sehen es und das muss gut sein, finde ich zumindest. Wie gesagt, damit komme ich wahrscheinlich nicht ganz nach oben, wo manche andere stehen, aber das ist für mich okay. So, von daher macht das. Jetzt noch eine Sache zu dem Thema Autos. Das ist mir wichtig, dass man das noch sagt, weil da wird auch ganz viel Schindluder damit betrieben. Ja. Ihr könnt ganz, ganz tolle Autos kriegen, wo dann LR, Natura Vitalis, Forever Living, was gibt es alles? Tupper hat ja auch Autos, ich weiß nicht, die haben damals, habe ich jetzt nicht gesehen, dass die so tolle Autos hätten in dem Sinne, wie man sie woanders teilweise sieht. So, man kann sie bekommen. Meistens ist es eben so, ihr müsst eine bestimmte Stufe erreichen, einen bestimmten Umsatz, je nachdem, das ist ja auch bei jedem verschieden, da gibt es ja verschiedene Pläne, die Marketingpläne und so weiter, wie es vorangeht. So, wenn ihr die erreicht habt, habt ihr irgendwann mal die Chance, dass ihr das, die Firma sagt, so, ihr könnt euch jetzt ein Auto leasen, wo dann auch die Werbung draufkommt und alles sowas und ihr werdet von uns bezuschusst. Ihr kriegt also zu dieser Leasingrate entsprechend eurer Bonusstufe was dazu. Je höher ihr kommt, desto besser wird das Auto, weil desto besser könnt ihr das auch finanzieren. So. Das ist eine ganz tolle Sache. Und oft ist es so, wenn man dann vielleicht einmal, weil irgendwas total gut lief, diese Bonusstufe erreicht hat und sagt, jo, jetzt kann ich dieses Auto leasen, jetzt kann ich da hin und mir mein Auto fertig machen lassen. Das ist natürlich toll, weil erstens, man freut sich über den Erfolg, den man erreicht hat. Zweitens ist das natürlich was Tolles und so ein Auto, wenn man das durch die Gegend fährt, kann man sagen, hier, habe ich geschafft. Macht natürlich mehr her und man hat eine schnellere Chance, dass Leute sagen, boah, ich glaube, das versuche ich jetzt doch mal. So, aber, jetzt kommt das ganz große Aber. Je nachdem, das ist auch bei Firmen unterschiedlich, aber da müsst ihr ganz, ganz genau gucken in eure Pläne, wenn ihr das mal macht und das anstrebt. Ist es so, dass ihr diesen Umsatz aber wiederholen müsst, damit ihr die Zuschüsse weiterbekommt? Habt ihr zum Beispiel im nächsten Monat diesen Umsatz nicht mehr und fallt eine Stufe zurück? Oder selbst wenn ihr provisionsberechtigt in der Stufe bleibt, aber den Umsatz nicht erreicht oder so,
dann wird euch diese Zuzahlung gestrichen und auf einmal müsst ihr die komplette Leasingrate selber bezahlen, habt aber eigentlich nur, was weiß ich, 200 Euro eingeplant, wo ihr sagt, yo, ob ich mir jetzt so ein Auto kaufe und einen Kredit für 200 Euro abbezahle, ne, aber 400 wäre schon schlimm. So, und solche Sachen, das ist nämlich nicht, mitnichten so, dass ihr irgendwo mal was erreicht und dann stellen die euch ein Auto vor die Tür, was euch komplett gehört und wo ihr nie wieder irgendwas für tun müsst. So, und das ist das Fatale, besonders weil viele, viele mit diesen Autos werben. Und das sind dann die Leute, die, ja, vielleicht das zwar irgendwie erreicht haben, weil sie so, so hartnäckig sind oder so, oder auch einfach nur die Bilder davon nehmen. Also man kann zum Beispiel, wir waren auch auf einem Event von Natura Vitalis und da wurden tatsächlich auch solche Autos teils vergeben. Also wurden dann die Leute geehrt. Und dieses ganz tolle Auto stand in der Lobby. Und einmal stand es und es standen auch draußen solche. Das heißt, es wäre leichtes für mich, da vorzustellen und zu sagen, guckt mal Leute, mein Auto. Einfach nur durch Network. So. Das, ne? Also es müssen auch nicht mal welche sein, die wirklich dieses Auto jetzt schon für sich erarbeitet haben. So. Und von daher, da bitte wirklich euch nicht blenden lassen. Und wenn ihr dann mal wirklich so seid, genau gucken, wie sind die Modalitäten bei euch? Was müsst ihr erfüllen? Was müsst ihr auch dann in der Zukunft erfüllen, wenn ihr euch für dieses Auto entscheidet? So. Oder auf einmal habt ihr das Auto gehabt, auf einmal nimmt es euch wieder weg und ihr habt kein anderes Auto mehr, weil ihr habt euch da jetzt drauf verlassen oder irgend sowas. Weil das ist, wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Sachen. Und ich habe da auch schon ein paar Sachen gelesen von verschiedenen Firmen. Und daher, ja. Also da bitte auch ganz, ganz doll aufpassen, euch gut informieren. Dann kann das eine tolle Sache sein. Und manchmal haben durchaus auch die etwas kleineren Autos, wenn man so in den ersten Stufen steckt und einen guten Kundenstamm hat, ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass man sagen kann, ja, das kann ich mir leisten. Und ich plane das aber auch so ein, wenn ich mal einen Monat wirklich diesen Zuschuss nicht kriege, dass ich dann nicht gleich in die Bredouille komme. Dann ist das wunderbar, keine Frage. Aber wie gesagt, vieles wird geblendet. Ja, das war jetzt so ein bisschen, ich sag mal, die ungeschönte, in Anführungsstrichen, Wahrheit über Network Marketing. Aber vielleicht findet ihr sie auch ganz schön, weil ihr jetzt vielleicht für euch sagt, jo, ja, das stimmt eigentlich, aber so für nebenher wäre das mal was und eigentlich ist das ganz schön. Ich kann es mir einteilen, ich kann es machen, wie ich will. Ich kann es als Party machen, ich kann es über Social Media machen, ich kann es über meinen Webshop machen. Ja, flexibler als Network Marketing geht es kaum. Das ist also auch ein Fakt. Und es ist auch so, wenn ihr ein Produkt habt, was euch gefällt, dann sprecht ihr ganz automatisch teilweise drüber. Und gerade wenn es nicht unbedingt Nahrungsergänzungsmittel sind, weil die haben natürlich noch immer einen schlechten Ruf oder so. Ich war ja selber lange so. Und ich sag mal, Network mit Nahrungsergänzungsmitteln ist mit Sicherheit das schwierigste Network. Also es gibt mit Sicherheit welche, die viel einfacher sind. Sei es Kosmetik, sei es Putztücher, Tupper. Ich weiß gar nicht, die Leute haben die Schränke voll mit Tupper und komischerweise haben die keine Probleme damit. Wer weiß, wie viel Geld für Tupperdosen auszugeben. Also ich selber habe auch ein paar Sachen, nicht so viel von Tupper, aber... Ne, wo ich dann denke, das hättest du doch normalerweise für eine Dose nicht ausgegeben. Ne, oder so. Aber da ist das Geld locker. Oder wir zum Beispiel mit den Reisen. Ich habe es ja in einem anderen Video mit den drei Säulen habe ich ja erzählt. Wir haben auch eine mobile Reisevermittlung selbstständig. Die Leute kommen eher selber auf einen zu. Ne? Die sagen, ach, du machst doch was mit Reise. Ah, ich wollte nächstes Jahr mal da und da. Kannst du mal gucken wegen dem Hotel? Kannst du mir mal ein Angebot schicken? Kannst du mir das buchen? Das ist eher ein Selbstläufer, in Anführungsstrichen, natürlich, als solche, ja, ich sag's jetzt mal, Produkte, die auch teilweise im schlechten Licht stehen, oft zu Unrecht, manchmal auch zu Recht, je nachdem auch, wie es beworben wird. Auch da könnte man jetzt noch wieder ein Video machen, wie manche Networker da Schindluder mit betreiben, weil man zum Beispiel auch Heilaussagen in der Form, wie es manchmal geschieht, gar nicht treffen kann. Aber das wäre vielleicht nochmal wieder ein Video für sich, führt zu weit, aber nur, dass ihr wisst, auch da, ne, gibt es Unterschiede und gerade wenn man so ein unverfängliches Produkt hat, kann Network Marketing unheimlich Spaß machen und ein Selbstläufer zumindest für den kleinen Zuverdienst sein. So, jetzt aber genug gelabert, schon wieder so lang geworden. Ich sage ja, darum habe ich es nicht in einem Video gepackt. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt oder so, meldet euch einfach. Ich mache euch für Natura Vitalis unten mal die Teammitgliedschaften bzw. Voraussetzungen für Teambuilding und so weiter, mache ich euch den Link da einfach mal hin. Da könnt ihr euch da dann informieren. Da habt ihr die Infos. Bei anderen, wie gesagt, sind es vielleicht andere Voraussetzungen. Da müsst ihr euch dann selber mal irgendwo durchklicken, aber dann habt ihr mal so einen Überblick. Ja, und ansonsten hören wir uns in einem der nächsten Videos wieder und bis dahin sage ich Tschüss.